Hallihallo und willkommen zur heutigen Folge Animal Crossing New Horizons. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Ja, heute werden wir hoffentlich endlich diesen verdammten Garten hier fertigstellen, nachdem wir da jetzt drei Folgen mittlerweile, das ist jetzt die dritte Folge, die wir damit verbrauchen quasi. Wir hatten die Freitagsfolge, wo es einen Cliffhanger gab, dann hatten wir die Montagsfolge, wo es einen Cliffhanger gab und jetzt haben wir die Mittwochsfolge, wo es hoffentlich keinen Cliffhanger mehr danach gibt. Ja. Wäre kritisch, wenn wir vier Folgen an dem Garten hängen würden. Ja, aber der ist halt echt schwierig irgendwie. Ja. Ich weiß nicht warum. So. Die würde ich aber drehen. So ein bisschen. Ich würde die ein bisschen gedreht machen. Ja, so ist schön. Das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus hier, ne? Ja. Ja. Dann brauchen wir jetzt wieder Blumen. Blumen! Hallo, hallo, ich brauche Orange und Schwarz, bitte. Ei, dann gehen Sie doch in den Blumenladen. Ich habe meinen Blumenladen hier vor der Tür. Ja, da hinten liegt ein Geschenk. Ja, ich sehe es. Foto pompt durch die Bäume durch. Sehr gut, ey. Ja, okay. Ich dachte gerade, was ist denn da hinten im Hintergrund, aber war nur... Die Ballonlampe da vom Karnevals-Event. Auch ziemlich gut, wie sie sich da reingeschlichen hat. Ey! Was? Was? Hallo? Unverschämtheit! Was ist denn hier los? Weil du stellst dich sogar noch direkt davor. So, Unverschämtheit. Hey. Jetzt ist... aber. Ah. Das kann so, auch so gehört sich das. Okay, Blume, alles klar bei dir? So gehört sich das und nicht anders. Also ehrlich. Oh, hast du schon 17 Uhr? Ja. So kann's gehen. Blöp. Dann, was machen wir denn hier? Ich würde sogar mal sagen... Mal sowas vielleicht? Beinchen? Ja. Ja, sind ganz hübsch. Passt ja auch zum Asia-Thema so ein bisschen. Ja, aber wir haben was vergessen. Wir müssen ja auch noch das Wasserspiel reinmachen. Oh. Das muss auch noch mit in den Garten reinfließen. Dann stellen wir es halt hier hin. Ja. Weil eigentlich war die Idee, dass wir hier so einen schönen Balkonteich hinstellen. Ja. Ja. War nix. Aber du hast ein Bodendesign, was wir überlegt hatten, was du da auch noch hinmachen möchtest. Ja. Lass es mich mal holen erstmal. So, mal gucken, ob das funktioniert irgendwie. Ja, lassen wir es mal hier, oder? Ja. Auf das es funktioniert, wie es soll. Also es steht schon mal so ganz gut. Von der Drehung her, oder? Mhm. Muss vielleicht sogar noch eins ziehen, oder? Dann kommt man ja nicht mehr durch. Ja, gut. Ist jetzt schon schwierig. Ja, man kommt noch durch. Ja, wenn man es noch... Ja, und dann steht es komplett drauf. Ja, nee, dann nicht. Wir haben ja extra das Bodendesign dafür gewählt. Ja, und hier dass das Wasser auch mal raustropfen kann, so. Zack. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Hat was. Ich mag diese Wasserspiele eh total. Sind die eh voll hübsch. Also finde ich es ganz schön gelöst hier. Ja. Auch mit den Steinchen. Hat was. Perfekt. So, hier kommt man überall dran, von daher brauchen wir da nicht extra Vorsorge machen gegen Unkraut. Ja, das machen wir ja wirklich nur da, wo wir nicht rankommen. Ja, oder halt wirklich an Stellen, wo dann sich die Blumen bitte nicht vermehren sollen. Wie zum Beispiel hier, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, dass sich die Blume fröhlich vermehrt nach dem Regen. Man muss sich ja nicht unnötig Arbeit machen, oder? Wenn man nee, das so einfach vermeiden kann. So, dann haben wir hier... Ja, hier hinter Baum ist halt noch ein bisschen leer teilweise. Ja, aber was willst du da großartig machen? Da würde ich halt auch gar nichts hin machen, weil du musst da irgendwie durchlaufen können und so.
bei Dominik wollten wir ja noch was machen. Mhm. Der hat ja auch noch was. Der hat ja auch noch ein Stück Garten. Ich überlege jetzt nur gerade, ja, machen wir erstmal Dominik. Ich habe nämlich nur gerade überlegt, ob wir da nicht, also irgendwas sollte man da schon noch hinmachen, sei es jetzt eine Blume oder sowas. Ja, eine Blume. Einfach, dass irgendwas, dass da noch was ist, sonst sieht es ein bisschen unfertig aus. Ja, aber wenn du eine Blume davor machst, dann siehst du die Kerze, glaube ich, nicht mehr. Ja, mal gucken. Aber wir machen jetzt erstmal das, was wir bei Dominik hinmachen wollten. Ja. Und zwar ein schönes Vogelhäuschen. Richtig. Dominik kriegt ein kleines Vogelhäuschen. Na, wo ist es? Ah, das kommt gleich. Da ist es doch schon. Perfekt. Und dann natürlich noch umgestalten in dunkelbraun. Ja, mal gucken, was es gibt an Farben. Mal schauen. Die Natalia da hinten. Die kleine Süße. Ah, nee. Blau ist ja aber voll unfancy. Dunkelbraun, oder? Ja, definitiv. Pinsel schneller! Hallo, gut Ding will Weile haben. Ja. Hallo, Natalia. Hallo, du kleine süße Maus. Oh nein, ich weiß, dass Natalia keine Maus ist, liebe Zuschauer. Was? Wie war's? Ich glaube, das wird nicht ganz passen. Bin mir sau unsicher. Ah, gucken wir einfach mal. Doch. Oh, es passt genau rauf. Wie toll. Ja, drehen wir es so rum oder eher so rum? Das ist eine gute Frage. Oder so rum? Nee, so rum auf gar keinen Fall. Also wenn dann zur Seite. Wenn dann Seite oder vorne. Seite ist eigentlich auch nicht verkehrt. Vorne geht aber auch. Ja, mach vorne, das ist schöner. Oder Seite, weil dann kann man so halt wirklich... Dann kannst du von der Campingschaukel auch gucken. Hm. Wenn die Vögel da sind und Dominik sitzt auf der Campingschaukel, dann kann er sich die Vögel angucken. Ja. Gut. Naja gut, er kann sich jeden Tag einen Vogel angucken, dann als Nachbarn, so ist es nicht. Oder? Ja. Der Walter geht hier spazieren. Ja, weil da hat sich auch mal den Garten angeguckt. Guck mal, was meinst du hier, das Blümchen? Das ist hübsch, ja. Und dann da noch ein... Ach so, ja, hier wollte ich das Design drunter machen. Genau. Dann müssen wir die nochmal wegnehmen. Und dann hinter dem Blümchen nochmal ein unsichtbares. Ja. Ah, erstmal das andere. So geht's halt echt irgendwie einfacher. Ja. Also schneller als mit dem. Mit und dann später. Eine Ewigkeit später. Das ist halt echt das Problem mit den Designs. Man muss da immer ewig rumklicken. Du musst halt jedes Design immer wieder auswählen. Hm. Ich meine, gut, wenn du nur ein einziges Design hast, dann geht das noch. Aber wenn du so ein Design hast, was eigentlich aus mehreren kleinen besteht, dann ist es so, Ja, doch, das sieht schick aus. Das sieht schick nicht aus. Nicht hinhocken, Fräulein. Also man kann es auch so machen, aber so geht eigentlich auch. So ist auch okay. Und dann hier noch ein durchsichtiges, damit sich die Blume nicht vermehrt. Ja, direkt hinter die Blume. So. Warte, hier kommt auch noch was hin. Habe ich eben beschlossen, ja. Lass mich raten, Kleeblätter. Ja. Die bleiben überall. Dann nimm doch aber die anderen, die 5 Kleeblätter da. Mal zur Abwechslung. Okay, wo man nicht wirklich die Kleeblätter sieht, aber man sieht, dass da irgendwas ist. Aber nee, das ist... Ich finde das andere schöner. Ja, das sieht auch nach nichts aus einfach. Weil du siehst halt das Grüne nicht durch das Grün. Das hat leider fast den gleichen Farbton. Ja, so ist okay. Und die sehen halt ohne Witz aus wie das Unkraut. Das ist so lustig. So. Hier kann man wunderbar dann wurscht, um schnell was wegzumachen oder so. Das ist kein Thema.
Dann, oh, wir könnten aber, wir haben ja überlegt, ob wir eine Lampe noch irgendwo hinpacken. Hier, direkt neben den Zaun, hier vorne, da kann man noch eine Lampe hinmachen. Ja. Haben wir die ganze Zeit rum überlegt, weil wir dem noch eine Lampe hin verfrachten wollten. Was stellen wir dem für eine hin? Stellen wir dem dann doch diese Blütenlampe hin? Bin mir unsicher. Ich glaube, das sieht nach nichts aus. Das könnte durchaus sein. Nee. Also die Blütenlampen, die können. Da, stell dem doch da die musst du aus dem Lager holen, aber was? Die Keropi-Lampe hin. Steinlampe. Die könnte da vielleicht schon wieder besser passen. Nimm aber nochmal eine andere Lampe vorsichtshalber mit. Einfach zum Testen, was dir halt gefällt. Also ich finde die Keropi-Lampe halt total hübsch, muss ich sagen. Und falls du irgendwann mal aber mehr haben möchtest, sag Bescheid. Ja. Hallo. Da bietet man der Geiler sowas an und dann ja. Dann will es nicht. Eieiei. Was könnte man hinstellen? Ich könnte ja auch eine Hyazinthenlampe hinklatschen. Nee, das passt überhaupt nicht. Passt ja von der Farbgebung her schon mal gar nicht. Weil die finde ich halt echt schön. Mhm. Da hätten wir auch mit den Items arbeiten können bei Natalia eigentlich. Die Brücke zum Beispiel hätten wir hinbauen können. Was? Die kleine Keropi-Brücke. Natalia ist aber nichts. Ah, nicht Natalia, Mareile. Oh. Achso, die Fossilie. Ja, nee, das können wir lassen kommen. Das ist nicht so wild. Eine Gartenlampe vielleicht. Bei Dominik. Oder er kriegt die Laterne. Diese Straßenlampe. Die ist aber nicht schön, weil die so grün ist. Die passt nicht dazu. Leider nicht. Ja, das war's auch schon. Oder man müsste halt noch so eine Bambus-Ding oder so machen. Ja. So eine normale Bambuslampe. Ja. Die ist etwas größeren. Ja, die könnte gut aussehen. Vielleicht. Brauchst, glaube ich, auch nur Bambus für. Zumindest würde ich sagen, besser als die Keropi-Lampe, weil die Keropi ist ja doch sehr, sehr, sehr asiatisch. Und diese Bambus, die ist irgendwie auch, aber die fügt sich in das Cottage-Bild noch so ein bisschen mehr mit ein. Irgendwie. Okay. Finde ich. Also ich finde aber, Steinlampen sind bei Cottage auch nicht verkehrt. Ja, aber die sieht asiatisch aus. Das ist nicht nur eine Steinlampe, sondern die ist eine voll asiatische Steinlampe. Eine voll asiatische Steinlampe. Ja. Du bist auch so eine vollasiatische Steinlampe. Ja, da. Aber natürlich in einer anderen Farbe. Ah. Benito, umgestalten bitte. Du brauchst bald wieder Umgestaltungskits. Das kann gut möglich sein. Nee, du hast nur noch eins. Ja, du hast nur noch eins. Dann warte, ich glaube, habe ich nicht sogar im Lager welche? Das weiß ich nicht, das weißt nur du. Ich glaube nämlich, ich habe mir da eigentlich mal geholt. Kann aber sein, dass ich auch aufgebraucht habe mittlerweile. Ich kenne das. Muss ich mir wieder ein großes... Oh, sieht schlecht aus. Wir müssen jetzt ernsthaft noch Umgestaltungskits kaufen, das ist bitte nicht. Oder du nimmst die grüne. Nee. Wenn, dann machen wir es richtig. Dann musst du, glaube ich, Umgestaltungskits holen. Verdammt. Okay, Moment. Moment. Wenn wir schon mal da sind. So. Ernsthaft jetzt? Jetzt müssen wir wirklich noch Umgestaltungskits kaufen. Ja. So eine Sauerei. Also so ist das Leben. Wenn du keine Umgestaltungskits hast, musst du sie kaufen. Warum haben wir keine? Es geht doch nicht. Oh, hallo Dominik. Dominik hat Spaß. Dominik freut sich. Und Mareile. Hast du schon mal deinen Garten angeguckt, Fräulein? Nee, noch nicht. Geht der noch spazieren? Die wartet, bis wir fertig sind. Die wartet, bis wir fertig sind. Die will sich die Überraschungen nicht nehmen lassen. Ja, gut. Oh, hallo Atze. Genau den Ventilator hatten sie gestern bei mir. Hatten sie bei mir auch schon gestern, glaube ich, oder so. Irgendwie haben sie ihn ständig gerade bei mir. Vielleicht wegen der Hitze.
Wir machen jetzt erstmal eine Umgestaltungskit-Einkaufsparty. Ach so. Ah ja. Ist das so, ja? Und wer ist alles eingeladen? Katze, Schlepp und Nepp und ich. Okay, dann sonst ist ja keiner im Laden. Dann gehe ich halt. Wenn du mich nicht dabei haben möchtest, dann gehe ich halt. Tschüss. Sonst ist ja keiner im Laden. Auf Wiedersehen. Bist du im Laden? Ja, vorerst haben wir genug. Yay, nochmal. Jo. Wie viel haben wir jetzt? 31, jo, passt. Ach ja. So kann man auch eine Ich habe vor dem Laden übrigens gewartet, weil ich war ja nicht eingeladen zur Party. Ich sehe dich nicht. Hallo Natalia, du Süße. Wie, du siehst mich nicht? Ich bin doch genau neben dir. Ich sitze doch jetzt genau neben dir. Du sitzt neben mir, aber du draußen vor dem Laden sehe ich dich nicht. Nee, ich habe halt vor dem Laden gewartet. Genauso wenig habe ich dich im Laden gesehen. Ja, deswegen war ich auch nicht auf der Party eingeladen. Ja. Deswegen habe ich vor dem Laden gewartet. Böse, böse, die Keiler. Lädt mich gar nicht auf ihre Party ein. Das könnte schon wieder too much sein. Würde ich eher das nehmen. Das passt sich, glaube ich, besser ein. Weil das sich wieder bei der Kerze, den man so ein bisschen dann sieht, ausblitzen ja, sieht. Du darfst ja nicht vergessen, es leuchtet halt wirklich in so einem rötlichen dann. Ja, dann mach. Hast ja genug Kids wieder gekauft. Wuhu! Ich finde dieses Wuhu immer so lustig. Hm. Hallo, positionierst du dich mal anständig hier, Fräulein? Du musst die anständig positionieren. So, und da haben wir eine Lampe. Okay. Was hältst du davon? Ja, sieht doch ganz schick aus. Walter, was, sagst du? Walter guckt gar nicht. Ja, Walter sagt, das ist okay. Walter guckt gar nicht hin, sondern läuft einfach weiter. Der grüßt jemanden. Das? Also Walter, wenn du jetzt zum Flughafen gehst, dann findest du es gut. Mhm. Walter findet es top. Okay, was hatten wir denn gesagt, dass wir hier hinten dran noch kurz hinmachen wollen? Blümchen. Eventuell. Blümchen. Vor die Lampe wolltest du Blümchen. Oh, Natalia. Bis? Ach so, ja. Oh, ja. Natalia guckt sich direkt mal um hier. Die checkt es ja, voll klar. Ab hier. Okay. Ja, also. Gut zu wissen. Dominik ist hat jetzt seinen Garten umgestaltet. Ja, okay. Dominik so ungefähr, vor allen Dingen hat seinen so Garten ungefähr umgestaltet. Kann man sich das übersetzen, glaube ich, oder? Dominik hat vor allem seinen Garten umgestaltet. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Wir? Die machen ja, die pflücken ja noch nicht mal Unkraut bei sich im Garten. Da machst du denen so einen wunderschönen Garten und die pflücken nicht mal Unkraut. Das war, glaube ich, eine rote. Ja, egal. Wenn wir die woanders hin. Oh, kommt hier hin. Das sieht man so wenigstens dann. Hm. Ah ja, und ich sehe hier um die Ecke ist auch noch was. Genau in dem Eck. Walter, ernsthaft. Was machen wir denn hier hin? Hier davor welche? Rot. Also orange. Ja, wir waren ein bisschen zu dicht dran. Der Walter hat uns abgelenkt. Mhm. Daran lag's. Sicher, weil hier da drüben haben wir auch schon die Orange, ne? Ja, aber wenn du da jetzt noch eine schwarze hinmachst, die nimmt den Kontrast von dem Licht komplett weg. Ja. Da ist ja auch ein bisschen versteckt, da ist noch mehr indirekte Beleuchtung. Finde ich gut. Überlege jetzt tatsächlich, ob man noch was macht. Wohndesign oder irgendwas hinstellen oder so. Ich finde es eigentlich so ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe nichts, Mann. Der Baum. Okay. Nee, die Blume vielleicht ein Bodendesign, dass sie sich nicht vermehrt. Ja, das auf jeden Fall. Einfach nur ein unsichtbares vielleicht. Transparent. Hat oh, nichts gesehen. Aber ja, gut. Es hat 100 Pro geklappt. Ja, aber sieht doch gut aus alles, oder? Also ich finde den Garten schön. Mhm. Weiß nicht, was sagst du? Ja. Was hast du jetzt vor? Ich will hier am Baum noch was hinmachen. Hm. Na, Steine nicht, das ist dann so in einer Linie. Das sieht blöd aus, gegebenenfalls. Mhm. Ja. Ja, finde ich gut. Ist nicht verkehrt. Mhm. Finde ich sowieso immer ganz hübsch, diese Blätter, die dann irgendwo rumliegen. Sieht halt natürlicher aus. Man könnte, um das abzurunden, nochmal von den Steinen hier neben die Laterne machen. Laterne? Das Licht. Ja, dann, Mensch. Dann los. Weiter, was ich meine. Nein, weiß ich nicht, wenn du Laterne sagst. So nicht so unwissend. Die oder vielleicht sogar das? Den Dreierstein. Ja. Ist das alles nochmal so ein bisschen abgerundet und hier kann man das so lassen. Ja. Na, siehst du. Das ist tatsächlich ganz nice. Dominik hat seine, kann sich entspannen dann dahin. Ich meine, hier vorne könnte man gegebenenfalls, wenn man Bock hat, noch so ein Steinchen hinmachen. Kannst um du das gerne weiter machen, zu. Wenn du möchtest, dann mach das doch. Einen Stein. Hallo. Du hast gesagt, einen Stein. Ja gut, bei dem anderen sind es auch zwei, aber egal. Beim anderen sind es drei. Was? Ach so, du meinst den, ja. Bei den ersten. Ja, ist doch, das sieht hübsch aus, ja. Mhm. Finde ich sehr gut. Man muss nur die ganzen Blümchen hier dann wieder wegholen. Ja. Aber so? So ist hübsch auf jeden Fall. Ein wunderhübschiger asiatischer Garten. Mit leicht cottagey Touch. Irgendwie für unsere Mareile und unseren Dominik. Haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, den Übergang. Ja, weil hier ist es tatsächlich gar nicht so sehr asiatisch, aber trotzdem noch so leicht aufgegriffen. Und das passt trotzdem noch zum Rest. Und je weiter man drüber zum Reile kommt, desto asiatischer wird's. Ja. Weil das halt auch zu ihrem Häuschen passt. Ich bin zufrieden mit unserer Arbeit. Das ist die Hauptsache, wenn du zufrieden bist. Oder? Ja. Was halten Sie davon? Ich find's auch schön. Was halten Sie davon, Fräulein Natalia? Ja, Natalia geht. Mal gucken. Natalia geht, die hält gar nichts davon. Okay, jetzt haben wir noch die eine schwarze, die stellen wir wieder da hinten hin. Husch. Wissen Sie mal süß, wie sie sich grüßen alle. Hm. Wie zuhören. Oh, Walter hier hat mir soeben verraten, dass er ein neues Theaterstück inszeniert. Oha. Ungleich aufregender ist jedoch, dass er mich auserkoren hat, die Prinzessin zu spielen. Oha. Da könnte Wolli jetzt eifersüchtig werden. Oh ja. Unser kleines It-Girl. Das stimmt. Nein, unser Rockstar, Superstar. Ja, keine Ahnung. Wir sind auch schon so gut wie gecastet. Das ist korrekt, aber keine Sorge, Mäuschen, du bist auch schon so gut wie gecastet. Okay, und Wolli? Da wäre zum Beispiel noch die Rolle der, lass mich überlegen, Dorfbewohnerin A. Wow. Nice. Und Achtung, Wolli wird nur Dorfbewohnerin B. Die Rolle ist unheimlich wichtig, um die Kulisse richtig in Szene zu setzen. Wow, Walter, wow. Bleibt nur noch die Frage, welchen Part soll ich übernehmen? Die Prinzessin. Ein Frosch. Aber Natalia ist schon Prinzessin. Ja, dann Frosch. Weil er uns nur Dorfbewohner A nur gegeben hat, kriegt er den Frosch. Das war fies. Doch, Bewohner BE. Nein, das ist ja schon Wolli. Ja, dann Frosch. Okay.
Der Blick von Natalia. So, oh, interessant. Aber der Blick von Natalia so. Das war so richtig so. Oh, mein Frosch. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Ein Frosch, Zinkel-Zinkel. Der eigentlich ein Frosch. Oh nein, das war eigentlich nicht meine Intention. Froschkönig. Ach, Walter. Bist du ein Frosch? Die oberböse Hexe verflucht den Prinzen, der daraufhin zum Frosch wird. Wie originell. Wer wird die oberböse Hexe? Der nimmt noch Wolli, ey. Oh, Mama, wie sie die Datei ja guckt. Ja, warte, ich muss die Füße behalten. Ja gut, beim Prinzen fände ich es vielleicht auch nicht gut gefunden, keine Ahnung. Natürlich kann der Frosch nur durch einen leidenschaftlichen Kuss der Prinzessin wieder ein Prinz werden. Oh Gott, Natalia, wie sie guckt. Ja, so was. Aber hättest du doch als Prinz, wenn der Prinz gewesen wäre, auch gemusst wahrscheinlich. Ja. Nun, dann fürchte ich, wird der Frosch wohl ganz gewiss auf alle Zeit runter. Wie wäre es denn mit einer herzlichen Umarmung? Ist eine Umarmung etwa auch zu viel verlangt? Oh, Natalias Blick. Oh, ich sehe schon. Auch daraus wird wohl nichts. Tja, diese Kröte muss ich wohl schlucken. Oh, wie gut. Nicht mal eine Umarmung kriegt der Walter von der Natalia. Natalia, wie geil. Bist du einfach nur. Aber das ist gut, aber weißt du, die Hexe. Mareile. Wolli wahrscheinlich noch. Nein, Wolli ist doch Bewohnerin B, hast du gesagt. Ja, stimmt, aber jetzt tut sich ja noch die Rolle der Hexe auf. Nee, am Ende das will ist der Mareile. Oder Melinda. Oh. Ja. Aber liebe Kaida, weißt du, was wir vergessen haben? Was? Dass wir schon am Ende der Folge angelangt Wirklich? Sind. Ja, die Folge, also wir hätten noch ein, zwei, drei Minütchen, aber was willst du in zwei, drei Minütchen auch groß machen? Mich hübsch machen wieder. Weißt du, bist doch hübsch. Du meinst den Helm abziehen. Ja, deswegen, hübsch machen. Nicht mal, also nicht mal Sicherheitsschuhe hat sie an hier, aber Handwerk hier mit voll vielen Sachen rum, aber Hauptsache ein Helm. Eieiei, warum kann man sich da nicht raufsetzen? Ja, ich frag's mich auch gerade, warum das nicht funktioniert. Das ist sehr verwunderlich. Nicht mal das klappt, hä? Bento, bist du zu groß oder was? Nein, das Bento hat nur einen. Ah, okay. Jetzt. Ja. Aber liebe Leute, damit ist ja auch endlich dieser komische Cliffhanger vorbei. Mhm. Der Garten ist fertig. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und abonniert doch auch gerne die liebe Kaida-chan. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, haben noch 63% von euch, die Videos von der lieben Kaida-chan regelmäßig gucken, noch kein Abo dagelassen. Das könnt ihr natürlich ändern, indem ihr einfach auf den Abo-Knopf drückt. Das kostet euch nichts und es bringt euch nur Vorteile. Ja, deswegen würde sich die Kaida natürlich sehr über ein Abo freuen von euch. Ja. Und schaut auch gerne bei uns auf Discord vorbei. Link findet ihr natürlich in der Infobox, genauso wie zu unseren Twitch-Kanälen, wo wir auch regelmäßig streamen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Und dann wünsche ich deinen Zuschauern natürlich, besonders dir da draußen, ja, einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du dir die Folge anschaust. Und dann bis zum nächsten Mal. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Garten von Dominik und Mareile so haltet. Würde mich sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch noch Vorschläge habt, was anders zu machen oder noch was Zusätzliches hinzupacken. Vielleicht fällt euch ja was ein, woran wir gar nicht gedacht haben. Und ja, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, sämtliche Links in der Infobox, wie der Akai schon gesagt hat. Hast du? Ja. 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 Dann bis zur nächsten Folge. Ich glaube sogar, Moment. Ja, am Freitag kommt wieder eine. Ich habe gerade mal auf meinen Plan geguckt, ob wir heute jetzt gerade die Freitagsfolge oder die Mittwochsfolge haben. Es ist die Mittwochsfolge. Dann hoffe ich, ihr schaltet übermorgen wieder ein. Ja. Dann bis übermorgen. Macht's gut!